Start-up-Kultur auf der einen Seite und die Expertise eines Unternehmens 45 Jahre am Markt auf der anderen Seite. Wie das beides zusammen funktionieren kann, das verrät uns der Geschäftsführer Stefan Lammerding der Dr. Peters Group, nämlich beim Business Talk am Kudamm. Die Dr. Peters Group hat sich Ende 2019 an der Crowdfunding-Plattform zinsbaustein.de beteiligt. Was erhoffen Sie sich denn von der strategischen Partnerschaft? Ja, als allererstes mal größere Relevanz im Markt und damit Kundenwachstum für beide Partner. Auf der anderen Seite sind wir so unterschiedlich mit der digitalen Kompetenz einer Crowdfunding-Plattform und der Sachwertekompetenz eines langjährigen Anbieters, dass wir versuchen natürlich gemeinsam Synergien im Markt zu heben. Konnten sich jetzt im Zuge der Zusammenarbeit bereits Synergien ergeben oder vielleicht auch andere positive Kooperationen? Ja, es ist auf jeden Fall gelungen, die erste digitale Abwicklungsstrecke für AIFs gemeinsam zu generieren. Auf der anderen Seite sehen wir den erfolgreichen Absatz von Crowdfunding-Produkten in der Dr. Peters-Kundschaft. Und wir sehen halt eben dann auch, dass Zinsbaustein in der Lage ist, auch größere Volumen, wie jetzt beispielsweise Düsseldorf, Cube, das aktuelle Produkt mit einem Funding-Volumen von über 4,3 Millionen, auf die Plattform zu bringen, was dann halt eben auch in schneller Zeit halt eben platziert wird. Die Dr. Peters Group hat über 45 Jahre Expertise, fast schon ein halbes Jahrhundert. Auf der anderen Seite Zinsbaustein als Start-up. Da prallen ja irgendwo zwei Welten aufeinander. Kann das funktionieren? Und wenn ja, ich kann mir vorstellen, da gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche Firmenkulturen. Das ist auf jeden Fall so. Und Sie sehen mich schmunzeln. Natürlich ist es so, dass wir seit 45 Jahren am Markt sind. Und dass unsere Arbeitsweise bei Dr. Peters auf jeden Fall eine gewisse Etablierung hat, etablierte Abläufe, die man natürlich auch braucht. Wir sind ein reguliertes Institut, das heißt also, wir haben formelle Erfordernisse. Die Arbeitskultur eines Startups ist natürlich völlig anders, von Dynamik geprägt, von Schnelligkeit, von Ressourcensparen und von noch stärkerer Kundenzentrierung. Insofern ist es sehr, sehr interessant, dass diese Kulturen jetzt gemeinsam einem Ziel nachstreben. Und ich habe den Eindruck, dass wir da auf jeden Fall beide von profitieren. Ich weiß jetzt nicht, wie der Führungsstil bei Dr. Peters ist. Da können Sie sicherlich viel mehr dazu sagen. Gerade bei einem Startup ist es ja oft sehr flach, nicht so große Hierarchien. Es wird sehr viel miteinander geredet, dass jeder seine Ideen einbringen kann. Kann da die Dr. Peters Group auch was davon mitnehmen oder ist es bei Ihnen eh schon so? Ich glaube, das hat auf jeden Fall die sogenannte agile Arbeitsweise bei uns befördert. Man kann, glaube ich, sagen, dass wir bis vor 18 Monaten durchaus ein traditionelles Organigramm und damit auch verbundene Arbeitsabläufe haben. Jetzt haben wir auch durch diese Kooperation das Thema agiles Management und agile Arbeitsweisen kennengelernt. Unabhängig davon ist es ja sowieso relevant, dass man sich diese Dinge anschaut. Und ja, ich merke das auf jeden Fall auch in meinen direkten Teams, dass man halt die richtigen Leute zusammenbringen muss, dass man dynamische Arbeitsgruppen auch pflegen sollte, dass man nicht alles immer von oben herab entscheiden sollte, sondern ich glaube, dass das ein richtiger Mix ist, auf der einen Seite mit traditionellen Arbeitsweisen unterwegs zu sein, aber sich jetzt auch diese agilen Arbeitsweisen zunutze macht. Wie intensiv ist denn der Austausch, die Kooperation, die Kommunikation mit dem Startup? Also die ist durchaus da, regelmäßig in unterschiedlichen Ebenen. Ich hatte ja davon gesprochen, dass wir beispielsweise jetzt unseren Dr. Peters Kunden auch die Produkte von Zinsbaustein nahebringen. Das bedeutet halt eben auch, dass der Kunde transferiert werden muss. Er ist sozusagen in unserer Hoheit, er muss auch datenkonform sozusagen übergeleitet werden. Das braucht eine Begleitkommunikation und die stimmt man bestenfalls miteinander ab, sodass das halt dazu führt, dass wir mindestens mal wöchentlich, wenn nicht sogar im täglichen Austausch miteinander stehen. Sie haben jetzt eben gerade das schon ein bisschen durchblicken lassen, wie sich dann auch das Kundenverhältnis ändert. Trotzdem wollte ich noch mal fragen, welche Vorteile hat denn der Anleger? Ja, der Anleger hat auf jeden Fall eine viel einfache Abwicklungsform. Ich denke, dass die Vorteile der Abwicklung auf der Hand liegen. Also er braucht kein Antrag mehr, der zugeschickt wird, er hat die Möglichkeit, das selber durchzugehen, auch in dem Tempo, wie er es selber sehen kann und hat eine viel schnellere und effizientere Abwicklung. Das ist ein wesentlicher Vorteil und wir können zusätzliche Produkte anbieten. Das heißt also, wenn der Kunde auf kürzere Laufzeiten reflektiert, dann hat er nun die Möglichkeit, halt eben auch diese in diesen Crowdfunding-Produkten wiederzufinden. Wir haben auf der einen Seite die Anleger, auf der anderen Seite, wie haben denn die Vertriebspartner reagiert? Also sagen die nicht eher, die Zusammenarbeit ist eine Konkurrenz? Aus meiner Sicht ist das in keinster Weise so. Vertriebspartner sind und bleiben die wichtigste Säule unseres Vertriebes.
Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass die Anzahl der Vertriebspartner im Zuge der regulatorischen Anforderungen wirklich zurückgegangen ist. Das bedeutet auch für uns, dass wir uns auf neue Ideen, neue Kanäle stützen müssen. Auf der anderen Seite haben wir mit der Betreuungsmöglichkeit die Chance, die Kunden, die heute schon nicht mehr von ihrem Vertriebspartner betreut werden, halt eben über diese Art und Weise entsprechend zu bespielen. Mhm. Neue Ideen, wie sieht das in Zukunft aus? Möchte die Dr. Peters Group irgendwann vollständig Zinsbaustein integrieren oder sollen beide unabhängig voneinander am Markt bleiben? Ich glaube, es macht Sinn, wenn beide Institute in ihrer Kernkompetenz sich stärker ausprägen. Das ist auf der einen Seite die digitale Abwicklungskompetenz für Sachwertprodukte, auf der anderen Seite die langjährige Sachwertekompetenz und eher dann in der Gemeinschaft die Synergien zu heben. Das halte ich für einen guten Plan. Mhm. Super, vielen Dank. Gerne. Thank you.